Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ein Daumen hoch ist auch immer willkommen. Und unterhalb des Videos findet ihr dann auch noch die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo ich diese Informationen her habe. Dort sind auch größere Bilder drin. Manchmal auch kleine Videos. Dann gibt es den Twitter-Account, der Weiterempfehlungslink. Wenn ihr einen Tesla bestellt, könnt ihr da drüber einsteigen und 1500 Kilometer frei Superchargen kriegen. Noch. Das soll sich ändern. Und dann gibt es ein paar andere Videos unterhalb des Videos verlinkt. Aber das sind nur Beispiele. Guckt auf meine verschiedenen Playlists von Roadmovies über E-Bikes bis hin zu E-Motorrädern. Kommen wir aber jetzt einmal zum Tagesthema und das ist Tesla. Tesla hat jetzt den Roadster nochmal abgegradet. Da muss man sagen, natürlich nochmal abgegradet ist schon weit übertrieben, denn es gibt noch keinen Roadster. Es gibt nur Prototypen. Und wie Elon Musk immer sagte, Prototypen sind einfach, Produktion ist schwer. Scheinbar scheint die Produktion sehr schwer zu sein. Oder der Roadster ist eben nicht erste Prio, denn man muss als erstes Masse machen, bevor man Klasse machen kann. Insofern kommt das eben hin, dass jetzt der Roadster, der angegeben war mit 1,9 Sekunden von 0 auf 60, also 2 Sekunden auf 100 und 620 Meilen Reichweite, dass der jetzt nochmal abgegradet wurde auf 1,1 Sekunden von 0 auf 60, also um die 1,2 glaube ich, auf 100 Stundenkilometer. Ja, und dann soll er auch schweben können und also einen Kram machen können. Also ein James-Bond-Auto, wie gesagt worden ist. Bin gespannt, wann so ein erster Roadster vom Band läuft. Ich denke, es sind ganz viele Roadster, die erstmal verschenkt worden sind. Die muss man erstmal alle herstellen und an die verschiedenen Leute verteilen. Da wird man ganz bestimmt die Beta-Version, also den einfachen Roadster, an die Leute geben mit den 1,9 Sekunden. Kriegt man schon fast ein Schleudertrauma, also ich meine, insofern mit 1,1 Sekunden, ich weiß nicht, wie die G-Kräfte dort sind, aber ich denke, das ist schon, ja, schon extremst. Und ich muss dazu sagen, ich habe mein Auto hat 3,8 Sekunden, das Model S, und ja, ich nutze das kaum. Ich beschleunige, wenn ich mal überhole oder sowas, dann benutze ich das. Ansonsten nutze ich das gar nicht so viel. Mir geht es da mehr um den Fahrkomfort und die Reichweite, die das Fahrzeug hat. Ich finde es toll, dass das Fahrzeug das hat, also ohne Frage, ich möchte nicht darauf verzichten, aber nutzen tue ich das auch nicht sehr viel. Wann der Roadster kommt, ist natürlich offen. Damit man ihn sich überhaupt mal anschauen kann, ist er jetzt im Kalifornischen Museum und da kann man jetzt neben dem Cybertruck sich auch den Roadster angucken. Das ist natürlich auch eine Methode, die Autos den Kunden näher zu bringen. Wenn man sie schon nicht produziert, kann man sie sich wenigstens in einem Museum angucken. Leider aber nicht in Deutschland, also insofern müsste man nach Kalifornien und in den heutigen Zeiten ist das ja alles nicht ganz so einfach. Das Model S ist aber ja theoretisch im Verkauf, praktisch gesehen nicht, im Moment eben nicht und ist ausgesetzt. Kommt aber, ist in der Überarbeitung und wird auf jeden Fall ja ausgeliefert werden. Und nun ist Tesla schon wieder auf den Rennstrecken unterwegs und versucht neue Rekorde zu brechen. Und da haben sie jetzt einen Rekord auf der Viertelmeile von 9,23 Sekunden gemacht. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das schnellste Serienauto der Welt ist, denn bis jetzt war das der Bugatti Veyron mit 9,4, glaube ich. Und jetzt das Model S ist eben mit seinen 9,23 Sekunden schneller. Braucht man das, wie ich schon beim Roadster gesagt habe, an sich nicht, ist aber nett, wenn man das sozusagen hat, also wenn das Auto das macht und man das Geld dafür über hat, so ein Fahrzeug zu haben, dann ist es einfach das Gefühl zu haben, man hat ein Auto, was relativ schnell ist. Also für alle Leute, die eben schnelle Autos mögen, ist so etwas natürlich relativ gut. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Start vom Model S und vom Model X und wie sieht das überhaupt aus? Ja, da kam jetzt eben die Meldung, dass die Variante für die Long Range, also Plaid Plus, nicht mehr konfigurierbar ist. Das heißt, man kann im Moment nur den Plaid kaufen. Jetzt wird schon spekuliert, dass man sagt, ja, der Plaid ist nur so lange noch verfügbar, bis es den Plaid Plus gibt.
Das heißt, man würde dann zwar einen Long Range haben, man würde dann einen Plaid Plus haben, aber den Plaid, die Stufe mit den weniger Kilometern wäre dann nicht mehr zu haben. Das heißt, wenn man ein schnelles Auto haben will, dann kann man eben nur das ganz teure nehmen und hat dann nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, ich brauche gar nicht die Kilometer, ich kann auch mit 550 oder 600 Kilometern auskommen und kann das Fahrzeug nehmen. Aus der Schweiz kam dann die Meldung, dass man das dort noch weiterhin bestellen kann. Ja, erstens muss man sagen, wann kommt denn das Model S? Juni, August, September, also in Amerika, in Deutschland vielleicht im Februar oder so etwas. Also jeder, der jetzt so ein Fahrzeug haben möchte, muss sowieso noch relativ lange warten, bis er eins bekommt. Das Fahrzeug selbst, das Long Range mit 3,1 Sekunden, ist schon bombastisch gut. Von der Reichweite ist es total okay. Mit über 600 Kilometern ist zwar nicht mehr das mit der weitesten Reichweite das Fahrzeug. Da hat Mercedes mittlerweile Tesla überholt, wie auch Lucid Tesla überholen wird. Da kommt irgendwann das Plaid Plus Modell, was dann diese diese Kerbe ausmerzen wird. Aber trotzdem, mein Auto hat auch 600 Kilometer Reichweite und 3,8 Sekunden. Und ja, mit dem Fahrzeug, da fährt man gelassener als mit einem Benziner. Also ich habe da, weil ich denn zu Hause mal ranstecke, irgendwie dran denken, dass ich tanken muss oder irgendwas machen muss, ist vorbei mit so einem Fahrzeug. Bei 600 Kilometer Reichweite elektrisch ist es ganz anders als beim Benziner. Beim Benziner muss man ja immer Angst haben, man steht zu Hause und da hat man ja keine Tanksäule. Das hat man natürlich mit einem Elektroauto, wenn man irgendwie einen Stecker hat und wenn das ein 220 Volt Stecker ist, dass man das lädt. Ansonsten, wenn man keine Ladeposition hat, dann gibt es aber in der Nähe meistens irgendwo Ladestellen, wo man das Auto hinstellen kann. Also man muss nicht zu einer Tankstelle fahren. Eine wirklich gute Sache bei elektrischen Fahrzeugen. Ja, das Model X. Das Model X ist ja das Auto, was, ich habe ja das S jetzt das zweite Mal und finde das S ja auch toll und will das auch noch fahren. Also ich habe jetzt nicht vor, mir irgendwie was Neues zu holen. Aber das Model X ist wirklich etwas, was bei mir eines der Fahrzeuge ist, die mich wirklich interessieren und die ich vielleicht irgendwann mal fahren möchte. Aber bis dahin kann sich meine Meinung dann ja geändert haben. Trotzdem finde ich das interessant. Ich finde dies mit den automatischen Türen öffnen, hinten die Flügeltüren und so, finde ich schon toll. Jetzt ist es aber so, dass das sich weiter verspätet, wenn jetzt jemand im Moment ein Fahrzeug haben will. Also im Oktober sieht das so aus und das ist natürlich immer Amerika. Das heißt, im Oktober ist in Amerika die Auslieferung und das ist der Heimmarkt. Das heißt, da kommen die Fahrzeuge erst hin. Daher kann man davon ausgehen, dass bevor so ein X hier ausgeliefert wird, das Frühjahr ist irgendwie, März, April, dass die Fahrzeuge hierher kommen. Schlimm ist das grundsätzlich gesehen erstmal nicht, wenn man ein Auto vernünftig ausgereift bekommt und Tesla eben etwas mehr Zeit nutzt, um das Auto wirklich auf einen vernünftigen Stand zu konfigurieren, so dass das Auto wirklich von der Qualität her sehr hochwertig ausgeliefert wird, dann ist jedem gedient damit und dann kommt es nicht darauf an, dass das Auto ein bisschen später kommt. Natürlich möchte man sein Lieblingsspielzeug möglichst schnell haben, aber ich verstehe da vollkommen Tesla, dass sie eben das Auto wirklich in einer sehr guten Qualität liefern wollen. Und einer der Hauptgründe ist natürlich Mercedes und Lucid oder andere, die jetzt kommen mit guten, hochwertigen Fahrzeugen. Wenn man in dieser Preiskategorie überhaupt eine Chance haben will, auf Dauer zu bestehen, dann muss das Auto einfach eine super Qualität auch liefern. Und da gehe ich von aus, dass die Fahrzeuge eben jetzt in einer wirklich guten Qualität ausgeliefert werden, denn wenn man sich genügend Zeit nimmt, kann das eben auch der Fall sein. Insofern ist das aus meiner Sicht eher vorteilhaft für die neuen Kunden, dass sie ein Auto kriegen, was wirklich dann ausgereift ausgeliefert wird. Das heißt nicht, dass es da nicht irgendwelche Problematiken dann gibt. Jedes Teil, was man neu kriegt, birgt einige Problematiken. Gigafactory, Jet und Model 3. Was hat das miteinander zu tun? Ja, der Tesla-Chef ist nach Deutschland gekommen, ist mit seinem Jet angekommen, ist dann in das Model 3 gesprungen und ist hingefahren zur Gigafactory. Hat natürlich ein bisschen Grund, Präsenz zu zeigen, um den Druck auch auf die Behörden hochzuhalten,
dass ein großes Interesse von Tesla ist, wenn das nicht sowieso schon bekannt ist. Denn es gibt eben sehr viele Vorschriften, die beachtet werden müssen, wenn man etwas macht. Ja, bei uns wird eben nicht einfach der Müll in die Umwelt geschmissen. Bei uns wird darauf geachtet, wie man Sachen macht. Und da gibt es Vorschriften. Und deswegen ist Deutschland eben auch anders als viele andere Länder, wenn das darum geht, wie Sachen aufgebaut werden und wie Sachen in Betrieb genommen werden. Wir haben eine relativ hohe Qualität, wenn es darum geht, koordiniert Sachen reinzubringen. Hat den Nachteil, dass das ein bisschen langsamer ist. Dafür versauen wir nicht unsere Umwelt und frecken in der Erde rum oder machen irgendwelchen anderen Mist, was sozusagen in anderen Ländern gemacht wird. Ja, deswegen war er da und er hat dann auch mit dem Minister gesprochen. Und grundsätzlich gesehen ist es ja so, dass Tesla sowieso schon viele Genehmigungen vorab gekriegt hätte, wenn jetzt BASF eine Chemiefabrik dorthin gebaut hätte, die hätten viel länger gebraucht, um so eine Fabrik eben wirklich zu bauen. Weil da wäre jede Kontrolle länger gewesen, da wäre die Wasserkontrolle, alles wäre länger gewesen. Tesla hat da wirklich absolute Ausnahmen gekriegt bei der Erstellung von so einer Fabrik. Ja, und dann konnte man sehen, wie ein Hubschrauber kam, der eben einen Schornstein geliefert hat. Es ist eben so, dass Tesla auch für die Abwärme und so weiter einen Schornstein benötigt. Ja, nachdem wir das jetzt mit dem Hubschrauber wissen und der Schornstein geliefert worden ist, kommen wir zu den Arbeitnehmern. Ja, bei einer Uni-Umfrage ist Tesla sehr hoch im Ranking, das heißt viele Studierenden möchten oder finden Tesla interessant. Tesla hat ja auch in einer Richtung jetzt gearbeitet, wo ganz, ganz viele Sachen sich entwickeln. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist natürlich ein Elektroauto nicht so kompliziert. Also da ist natürlich, wenn man sich die Chemiebranche anschaut oder man schaut sich so andere Entwicklungen, Biomasse, Biotech oder sowas an, das ist natürlich schon noch komplexer als so ein Elektroauto, aber trotzdem ist natürlich Tesla in aller Munde und deswegen ist eben Tesla als solches ein gibt es ein großes Interesse für Tesla, um dort zu arbeiten. Und wenn man die richtige Position, die man sucht und haben möchte, dort findet, ist das ganz bestimmt auch nicht schlecht. Und da heutzutage die Menschen nicht mehr so wie früher bei einem Arbeitnehmer angefangen haben und an sich ihre Zeit über dort gearbeitet haben, sondern häufiger wechseln, ja, kommt das dabei eben raus, dass Tesla ganz bestimmt ein guter Einstieg erstmal ist. Und dann kann man sehen, ob man denn sich dort entwickeln kann oder ob man denn woanders hingeht mit dem Wissen, was man dort gesammelt hat. Eine andere Gigafactory ist die in Texas. Ja, und dort sieht man jetzt den Cybertruck. Und das ist da scheinbar in einen von diesen Bereichen oben reingestellt worden. Ob das nun der Cybertruck wirklich ist oder ob das nur ein großes Plakat ist, das kann ich nicht sagen. Da steht auf jeden Fall, dass der Cybertruck da drin stehen soll. Der soll ja auch da produziert werden. Insofern passt das ja auch, wenn man so einen Cybertruck denn dort vor Ort einfach mal hinstellt. Dann wurden die ersten großen Gussteile in der Gigafactory gezeigt. Jetzt ist Gusspressteile, würde ich sagen. Auf jeden Fall diese Großpresse, die dort geliefert ist, die soll ja eben die ganze Teile von den Fahrzeugen in einem Stück pressen, was einen großen Vorteil hat, dass es weniger Verbindungsstücke gibt. Verbindungen sind immer problematisch, rosten und halten nicht richtig und so weiter. Auch wenn dann jetzt viele sagen, wieso beim Auto hält doch alles, da ist doch nichts, klappert doch nichts. Aber wenn man jetzt guckt, wo fängt der Rost als erstes an, dann ist es niemals auf den geraden oder glatten Flächen, ist es meistens an den Kanten, wo Verbindungen stattgefunden haben. Der Nachteil ist bei der Reparatur, wenn man eben ein großes Teil hat, dann muss man dort eben ein anderes Teil irgendwie hineinbauen. Wenn das Teil kaputt ist und man muss es herausnehmen, dann muss man sehen, ob es Stücken gibt, die man dort einsetzen kann. Also, dass man dann sozusagen Teilstücken von einem großen Teil bekommt. Ich bin gespannt, wie das mit den Reparaturen denn vor sich geht, weil ich glaube, dass so ein ganz großes tragendes Teil nicht ausgetauscht wird. Vielleicht wird es aber ausgetauscht und ich ehre mich.
Ja, dann kommen wir zu einer anderen Sache, und zwar der Kryptowährung. Die Kryptowährung, ja, da hat Tesla-Chef Elon Musk viel Kritik eingebracht. Und ja, da muss man da ein klein bisschen dran zweifeln, dass das Wissen bei ihm vorhanden ist für diese Sache. Aber ein Mensch kann nicht alles wissen und muss nicht überall drin bewandert sein. Insofern, man hat eine Meinung, und ich denke, aus strategischen Gründen hat Tesla diese Bitcoin-Geschichte jetzt unterbunden, denn das Management von dem Bitcoin, gerade bei diesen hochschwankenden Kursen, ist natürlich super schwierig. Und wenn man jetzt dort Verkäufe macht, dann muss man versuchen, gleich diese Verkäufe irgendwie abzusichern durch Währungsgeschäfte. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass Tesla dort wieder ausgestiegen ist. Die Begründung ist allerdings lachhaft. Ja, kommen wir zum nächsten Teil, und zwar zum Tesla Lunch. Denn in Ungarn und in Rumänien werden jetzt auch Teslas demnächst verkauft werden. Man fängt da an und hat schon verschiedene Supercharger dort geplant, dass man da auch Supercharger-Möglichkeiten hat. Und es ist ja auch ganz logische Entwicklung, wenn man sich das Gesamte anguckt. Wenn man auf Dauer gesehen die großen Märkte mit den großen Erwartungen gesättigt hat, dann kann man in die nächsten Märkte hineingehen. Und Tesla hat noch einige Märkte vor sich, die vielleicht nicht die Riesenanzahl von Fahrzeugen aufnehmen kann, aber trotzdem werden dort auch einiges von diesen Fahrzeugen verkauft werden. Und man muss daran denken, dass vielleicht auch Gebrauchtfahrzeuge dann transferiert werden in diese Gebiete, wo Tesla eben vor Ort ist, weil einfach dort auch der Service Center ist und so weiter und so fort. Aber das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.